Ich muss mal sagen, es fehlt bei uns auch an allen Ecken und Kanten. Und Unterstützung ist gut und schön, aber sie versprechen immer sehr viel. Und wenn es denn ran ist, ist wieder vorbei. Also es ist eigentlich, ich weiß auch nicht. Schade, ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich habe es erwartet, weil die Banken stecken dahinter, die Amis stecken dahinter. Und was die Frau Merkel sagt, das ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, was die Banken sagen. Puh, wir waren in Griechenland 20 Jahre ein Haus gehabt und wir haben es jetzt gerade noch verkaufen können im März. Und wir sind heilfroh. Kann man das als Normalbürger noch verstehen? Ich verstehe nicht mehr, was da passiert. Wir können es einfach nicht mehr nachvollziehen, was passiert. Jeder Privatmann würde in die Insolvenz gehen, aber irgendwie scheint in der Politik alles anders zu sein. Io penso che la Grecia doveva uscire dall'euro perché in questa maniera continua a soffrire proprio come soffriva prima. Perché tagliando le pensioni e tutte queste cose qua continuano l'austerità e l'austerità non è la soluzione per nessun paese, nemmeno il nostro. Ma penso che sia un bene, insomma, un bene per non far sgretolare tutta l'Europa, diciamo, perché un po' tutti avevano questa sensazione che l'Europa così come si è costituita non funziona, perché si fonda solo su una moneta, quindi insomma, il resto non c'è niente.